Leute, wir sind hier in Tschechien beim Rock for People Festival und das ist für uns mega geil, endlich mal wieder so ein Festival zu spielen, was halbwegs normal ist. In Tschechien sind die ja schon ein bisschen weiter als wir. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, was Corona angeht, können wir nicht beurteilen. Aber für uns ist es geil. Fettes Festival, geiles Wetter, es ist viel zu heiß, wir schwitzen nur. Hier ist mal ein bisschen Schatten. Du hast auch minimalen Schweiß. Mhm. Und ja, wir warten jetzt, bis es endlich losgeht. Nicht mehr lange. Ja? Nicht mehr lange. So Leute, in 2 Minuten ist ja Leonies Dance-Workshop und Felix und ich werden uns jetzt mal richtig ein paar Skills abgucken, damit wir euch nachher auf der Bühne beeindrucken können. Die Position baletní, prosím vás. Alter! Boah, schön, schön die Arsch so. Scheiße, jetzt hätte jemand verletzt, oder? Aufstehen! Alter! Oh. 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 Ich sitze einfach noch. So, ab zur Bühne! Angst, hätte ich die machen sollen. Rock'n'Roll, Alter! Rock'n'Roll! So schlecht und warm. Es geht so schlecht hier. Es ist so warm. Rudi, es ist so warm! Es geht uns so schlecht! Ein Plektrum. Das muss halten. Wenn das hier in die Rille fällt, dann ist es weg. So abbrechen. Aber das wird schon. Kann ich dir noch irgendwelche Fragen beantworten, Felix, die sehr wichtig hier unter den Nägeln sind? Was für eine Stimmung spielst du? Fist. Das ist ein tiefes Fist. Das ist quasi, wenn man noch 2 Halbtöne runtergehen würde, wäre es eine Oktave. Das ist völlig irre, aber ich habe mir das nicht ausgedacht. Was hast du da studiert? Ja, ja. Ich habe tiefes Fist studiert. Jetzt hätte ich ihn erinnert. Ja. Geil.
Ich hatte kurz Angst, dass es seitlich runterfährt. Dann hätten wir wieder nach Hause fahren können. Weil hier sind Christoph seine Wechselsachen drin. Ja. Morgen, meine Freunde. Wir sind ja quasi schon ganz früh am Start heute. Wir sind heute alle um 6 losgefahren, damit wir hier schon pünktlich sind zum Soundcheck. Wir sind jetzt hier beim Pell Mell Festival. Eins der wenigen Festivals in Deutschland, die noch stattfinden dürfen mit relativ vielen Leuten. Und es ist unser letztes Festival, unsere letzte Show vielleicht dieses Jahr. Außer in Leipzig noch, im Dezember unser Final Round. Unbedingt auschecken. Und ich glaube, heute wird wieder richtig fett. Wir werden es genießen. So, wo ist denn jetzt hier unser Zelt? Weiß ich nicht. Hier. Geil. Das ist ein kleines Schlitz. So, das ist der Raum, wo ich die größte Party gebe. Alter, das ist warm. Oh. Geil. Das tut den Chips bestimmt nicht gut. Ja, das ist unser Backstage. Ja. Achso, ist das der Himmel? Ja. Ja. Achso. Und das ist ein Song von Herbert. Kommst du aber nur, wenn du im Kampf gefallen bist. Wenn du beim Kämpfen hingefallen bist. Kommt doch mal was zu kosten, ne? Na, wir wollten Burger essen. Aber? Keiner hat Bargeld. Was passiert hier? Wenn man belehrt. Kannst du es bitte einfach machen? Ja, ja. Ich gebe einfach mal meinen Ausweis. Das ist ein Mietfahrzeug, ja. Deswegen, geben wir bitte mal. Warum fahre ich eigentlich die ganze Zeit dieses Kackauto? Was kostet denn jetzt? Ja, was kostet denn? 20 Euro, Schatz, ja, inzwischen ist es dunkel geworden. Wir sind ja schon am Vorbereiten für die Show. Und ich habe hier den Ghost Kido stehen. Und soll man dich eigentlich jetzt so ansprechen oder lieber nicht? Nee, ist richtig. Das heißt da nur Ghost Kido, weil alles andere belegt. Achso. Ja. Also das wirst du nicht mehr los. Jedenfalls das Sushi, der hat gerade eine wunderschöne Show abgelegt. Wenn der Christoph werden, das wir, sagt, dann stimmt das. Wir müssen das jetzt versuchen zu toppen. Das kriegst du hin, du singst dreimal besser als die alte Klappe. Ja. Auch nicht. Da jucken wir die Pelle bei der Melle.
Okay, Freunde, schade, wenn ihr nicht dabei wart, das PML, das war der absolute Wahnsinn. Und geiler Job. Das ist Follow, unser Tonmann heute gewesen. Und das ist Rudi, unser Schreier heute gewesen. Ja, die Show war super, deswegen habe ich einfach keine Stimme mehr. Aber es war super. Es war wirklich fett. Und es war jetzt erstmal unsere letzte Show für diesen Sommer. Aber wer weiß, was noch kommt. Nächste Show jetzt geplant ist im Dezember. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und jetzt trinken wir noch ein kleines Wässerchen.